Bis vor 3 Jahren war alles einfach und leicht zu verstehen, denn da gab es Seat und das schnellste Auto bei Seat war immer ein Cupra. Dann kam an dort jedoch auf die Idee zu sagen, Cupra wird eine eigene Marke. Mittlerweile sind beide Marken stark im Markt vertreten und mich interessiert jetzt einfach mal, was soll das? Und vor allen Dingen, was macht ein Seat zum Cupra? Anfang 2018 wurde angekündigt, dass Cupra eine eigene Marke wird und direkt im gleichen Jahr auf dem Genfer Autosalon zeigte man den ersten Wagen, nämlich den Cupra Ateca, der natürlich noch auf dem Seat Ateca basierte. Ein Jahr später, wieder in Genf, wurde dann der Formentor vorgestellt und damit das erste eigene Auto von Cupra, das eben nur für Cupra gebaut und von Cupra entwickelt wurde. Im Jahr 2020 folgten dann der neue Cupra Leon und der Cupra Leon Sports Tourer und jetzt im Jahr 2021 soll es sehr bald schon den ersten vollelektrischen Cupra mit dem Cupra Born geben. Cupra ist übrigens kein Fantasiename oder eine neue Kreation für eine sportliche Fahrzeugmarke, sondern der Name entstand aus den Seat Leon Cup Racern. Man hat einfach dieses Wort zusammengefügt und abgekürzt und daher der Name Cupra, der sehr lange immer für die sportlichste Version eines Seat stand, bis man dann eben auf die Idee kam, daraus kann man mehr machen. Wenn ihr wissen wollt, warum so viele Leute so gerne Cupra fahren, dann solltet ihr es einfach selber mal ausprobieren. Und wenn ihr schon in einem Cupra sitzt, dann müsst ihr auf jeden Fall die Cupra-Taste ausprobieren, denn damit könnt ihr die Fahrmodi wechseln und könnt von Normal auf Sport oder auf Cupra umschalten. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das hier tun. Und spätestens dann wisst ihr, warum ich diese Autos mag. Von vorne gibt sich unser Fahrzeug sofort als Cupra zu erkennen. Das liegt zum einen am großen, in Kupfer gehaltenen Cupra-Logo und dem glänzend schwarzen Kühlergrill. Aber auch wenn wir weiter runter schauen, an diesem scharf gezeichneten vorderen Stoßfänger mit den angedeuteten seitlichen Lufteinlässen und diesen großen Aeroflaps hier, die einfach dafür sorgen, dass die Seite des Fahrzeugs betont wird und der Wagen somit breiter und satter auf der Straße steht. Dann haben wir bei dem Leon zum Beispiel hier Voll-LED-Scheinwerfer mit an Bord. Das ist zum Beispiel beim Seat ist wesentlich später in der Ausstattungsliste erster Fall, beziehungsweise immer aufpreispflichtig. Und wenn das Fahrzeug auch deutlich breiter aussieht als der normale Seat Leon, dann ist das einfach nur dem Design geschuldet, denn die Fahrzeuge sind beide 1,78 Meter breit. Das Schöne beim Cupra ist aber auch, ihr könnt nicht nur super sportlich fahren, ihr könnt auch einfach ganz entspannt cruisen, denn genau das bietet das Auto auch. Eine schöne Spreizung zwischen Sportlichkeit und entspanntem Fahren. Finde ich persönlich wichtig und da liefert er einfach nur ab. Außerdem ist ein Cupra innen immer hochwertiger, schöner als das normale Fahrzeug, wenn es ein Pendant geben sollte. Denn hier wird einfach nochmal eine Schippe draufgelegt, denn Cupra ist eben nicht Seat. Cupra soll Leute ansprechen, Käufer ansprechen, die wirklich sehr autoaffin sind, denen ihr Auto wirklich wichtig ist. Und da bietet diese Marke den großen Vorteil, einfach sehr viel Auto fürs Geld zu liefern. Um die Idee hinter Cupra noch besser zu verstehen, habe ich mich noch einmal mit Johannes Fleck aus dem Hause Cupra über die Marke unterhalten. Da muss ich natürlich gleich drauf einsteigen, Lars. Wenn du sagst, ihr macht so ein bisschen Cupra. Also bei den Zahlen und dem Feuerwerk, was wir abbrennen, das ist definitiv nicht nur ein bisschen. Das ist volle Pulle. Und man muss ja eins sagen, Cupra ist ja nicht neu. Das heißt, Cupra ist ja keine, sag mal, ist ja nicht frei erfunden, sondern da gibt es ja eine sehr, sehr solide Basis, weil es gibt schon seit langer Zeit Cupras, Seat, Ibiza Cupra, Seat Leon Cupra, sehr erfolgreich im Motorsport, Tourenwagen, Weltmeister, also wirklich, sag mal, hochdekoriert. Das heißt, da ist schon wirklich eine Substanz und Glaubwürdigkeit da. Und dann hat man gesagt, wir machen wirklich den Schritt zu einer neuen Marke. Und dann bist du natürlich da, dass du sagst, ja, eine neue Marke, das ist, wird oft versucht. Und da bedarf es aber ganz klar wirklich so dem Challenger-Spirit und dem Challenger-Gen. Und das ist zwar leicht gesagt, dass man sagt, man braucht halt den Challenger-Geist. Nein, aber das muss wirklich drinstecken, das muss in der DNA sein. Und das ist bei Cupra definitiv gegeben. Und dann ist natürlich eins, sagen wir wirklich eine Säule, eine Grundlage für Cupra ist Performance. Das steckt auch in der DNA drin. Wie gesagt, das ist auch die Glaubwürdigkeit. Ganz wichtig ist, dass es authentisch ist. Aber wir haben von Anfang an gesagt, hier geht es nicht nur um Performance, sondern vor allen Dingen um zeitgemäße, moderne Performance. Und das bedingt ganz einfach auch, das ist ganz klar, eben auch Elektrifizierung. Und darum geht es, sag mal, modern, zeitlos, sophisticated. An der Seite von einem Cupra fallen häufig die großen, schönen Räder auf. Hier bei uns zum Beispiel 19 Zoll Alu-Räder in Kupfer und Schwarz. Und dieses Kupfer ist halt auch so ein typisches Cupra-Merkmal. Finden wir am und im Auto immer und immer wieder. Aufgezogen sind hier 235er Reifen. Die sorgen nicht nur für den richtigen Look, sondern auch für die nötige Haftung
auf dem Asphalt. Und in bzw. hinter den Felgen gibt es beim Cupra dann noch eine vernünftig dimensionierte Bremsanlage. Und wem das nicht reicht, der kann auch die Bremsen von Brembo bestellen, zumindest gegen Aufpreis. Und die packen dann noch mal kräftiger zu. Das hier ist ein schönes Beispiel dafür, woran man einen Cupra erkennt. Und nein, ich rede nicht vom Wein, ich rede vom Kupfer. Denn das findet man bei Cupra nicht nur im Logo. Dass ihr euch in einem Cupra befindet, das seht ihr sofort, denn hier gibt es drin, wie draußen, reichlich kupferfarbene Akzente. Zum Beispiel haben wir auch hier das große Cupra-Logo in Kupfer auf dem Lenkrad. Wir haben darüber hinaus hier so Streben am Lenkrad in Kupfer gehalten und natürlich die Zusatzelemente, wie zum Beispiel die Cupra-Taste oder auch die Starttaste für den Motor, ebenfalls mit einem Rahmen umgeben, der kupferfarben ist. Und damit müsst ihr nicht lange suchen, ob es ein Cupra ist oder nicht. Ihr findet diese Farbe übrigens auch zum Teil in den Ziernähten, je nachdem, welche farbliche Auswahl ihr getroffen habt. Und ihr findet sie zum Beispiel auch bei den Luftauslässen. Die sind ebenfalls mit einem kupferfarbenen Rahmen verziert, sage ich mal, sodass ihr immer sofort wisst, in was ihr hier unterwegs seid. Richtig gut finde ich, dass ich bei einem Cupra auf nichts verzichten muss. Denn zum Beispiel das Kofferraumvolumen des Cupra Leon ist genauso groß wie das des Seat Leon. Und das gilt auch für alle anderen Baureihen, von denen es jeweils einen Cupra und einen Seat gibt. Wenn ich von Cupra rede, fällt es mir immer wahnsinnig schwer, Dinge zu finden, die ich nicht mag. Eine Sache gibt es jedoch, die ich nicht optimal finde, das ist die Bedienung der neuen Touchscreens. Grundsätzlich funktionieren sie sehr gut, aber sie nehmen nicht immer sofort jeden Befehl an. Die sind ab und zu ein kleines bisschen zickig. Ich hoffe aber, dass sich das mit einem Update, das kommen wird, schnell erledigen lässt. Am Heck unseres Fahrzeugs geben nicht nur das Logo und der Cupra-Schriftzug Aufschluss darüber, von wem ich gerade überholt wurde. Nein, auch die Auspuffanlage, bei uns hier vierflutig ausgeführt, sorgt dafür, dass man nicht so richtig lange rätseln muss. Und dazwischen gibt es dann auch noch mal hier einen angedeuteten Heckdiffusor. Wer das möchte, der kann für einige der Cupra-Modelle eine Akrapovic-Auspuffanlage bestellen. Die ist nicht ganz billig, aber reinhören lohnt sich auf jeden Fall einmal. Darüber hinaus gibt es dann noch ein durchgehendes Leuchtenband zwischen den in LED ausgeführten Rückleuchten und natürlich die typische LED-Lichtsignatur. Wenn ich über die Antriebe spreche, wird sehr schnell klar, ob ich gerade von einem Seat Leon oder einem Cupra Leon rede. Denn für den Seat Leon gibt es Benzin- und Dieselmotoren mit Leistung zwischen 90 bis rauf zu 190 PS. Für den Cupra gibt es nur Benzinmotoren und die leisten ab 245 bis rauf zu, wie bei unserem Fahrzeug, 310 PS bei dem Sports Tourer mit 4Drive. Dann gibt es aber auch noch Plug-in-Hybrid-Antriebe. Bei dem Seat Leon jedoch gibt es hier nur eine Version und das ist die mit einer Systemleistung von 204 PS. Bei dem Cupra gibt es zwei, nämlich einmal die 204 PS Variante, die genauso wie die größere eine Kombination aus dem 1,4 Liter Benziner mit einem E-Motor ist. Aber es gibt hier eben auch die 245 PS Variante, die einfach nochmal mehr Kraft hat. Und dann ist noch wichtig zu wissen, dass eigentlich immer die große Version des Cupras mit Allradantrieb daherkommt, dem sogenannten Seat oder Cupra 4Drive. Das war's von der Marke Cupra, der Idee hinter der Marke und natürlich auch von den Cupras, die ich bereits fahren durfte. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen für das Thema Cupra begeistern. Was mir hier wirklich gut gefällt, ist, dass Cupra zum einen ein einzigartiges Design mitbringt, zum anderen ist das so eine richtige tolle Community und außerdem kriegt ihr richtig viel Auto fürs Geld. Und ganz nebenbei, das hier ist übrigens mein dritter Cupra, ganz sicher nicht mein letzter Cupra, denn ich fahre ihn nicht, weil ich ihn fahren muss.